Ich muss gerade was überprüfen. Moment. Der Stream ist nämlich gerade abgekackt. Oder irgendwie Probleme mit der Codierung hatte. Aber jetzt scheint alles flüssig zu laufen. Also manchmal ist es komisch. Gut, versuchen wir es nochmal. Jetzt gehen wir nochmal ins Spiel rein. Gut, wir sind gerade. Es ist irgendwo abgeschmiert. Haben wir da schon Pause gemacht? Wir sind von Nantes gerade und haben bisher, glaube ich, keine Pause gemacht, ne? Könnte interessant werden. Doch, wir haben, glaube ich, Pause gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, keine Ahnung. So. Genau, deswegen, also der Stream ist gerade abgekackt. 12.000. Könnte von der Bank theoretisch 160.000. Das würde für einen, zwei Anhänger vielleicht reichen, aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Der war gerade mit der Kodierung überlastet, verstehe ich nicht. Oh Gott, wir sind ja mitten auf der Autobahn hier. Und wir sind müde, also wir müssen Pause einlegen. Naja, wir fahren ja auch schon von Nantes, ne? So. Licht ist alles an. Bisschen zu schnell hier, ne? Und warte mal, ich habe ja gesagt, ich würde gerne Retarderbremse haben. Moment. Erstmal Tempomat hier wieder 85 einstellen. Ah, okay. Wir haben 5 Retarderstufen. Krass, okay, der zeigt das wirklich an. Ah, genau das wollte ich. Ah, es ist so wunderbar. So, wir wollten irgendwo dann wahrscheinlich schlafen. Apropos schlafen gehen, das tun wir gerade. Hallo. Oh Gott. Aber wir konnten nirgendwo schlafen, ne? Genau, wir wollten eigentlich gucken, ob wir hier schlafen können. Ja, konnten wir. Fuck, genau da hat er nämlich gespeichert. Och Mann! Warte, dann laden wir jetzt noch. Nicht, weil ich einen Schaden habe, sondern 4:57 Uhr. Das ist das letzte gewesen, genau. Ist schon der 23.05., Alter. Fertig zum Losfahren. Tankfüllstand, ja, das ist. Ja, das ist richtig. Boah, bitte nicht dösen, weil das haben wir genau hier getan. Neu berechnen. Bitte nicht dösen, weil das ist eine schlechte Kurve hier. Demnächst links abbiegen. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Biege nach links ab. Ich habe jetzt auch Blinker links und rechts. Ups, das war Blinker rechts. Und wenn ich Warnblinker anmache, dann leuchten diese Blinkleuchten auch. Ab. Das ist so geil. Ohne Witz. So, Pause. Licht aus, Motor aus. Und schlafen gehen.
müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten ranfahren. Ich fahre mal hier ran. Wenn wir was können. Digga, warum hast du jetzt einen Warnblinker angemacht? Ehrlich. Also dieser Notbremsassistent, da müssen wir nochmal gucken. Das Geile ist, wenn ich bei mir auf dem Dashboard jetzt die Zündung anmache, leuchten alle Instrumente kurz auf. Okay, gut zu wissen. Jetzt steigt aber zum Beispiel die Temperatur davon, oder? Ja, die Motoröltemperatur steigt und die Wassertemperatur und so. Ist alles geil. Gefällt mir. Biege nach links ab. So, erstmal pleite gehen. So, und jetzt können wir richtig loslegen hier. Ingame haben wir 6.27 Uhr. Biege nach rechts ab. Digga! Noch einmal diese Notbremsassistent wegen nichts. Und ich schwöre, ich schalte ihn aus. Wir haben auf der Tour alleine gerade 13 Liter verbraucht, um hier hochzukommen. In den Bus reingefahren, weil ich gerade wieder aufs Tablet geguckt habe, weil ich das hier gerade ein bisschen verschieben will. Digga, nee. Der Kaffee sagt einmal unnötig und wir schalten das ab. Der ist jetzt schon wieder angegangen. Ich mach. Okay, es gibt mehrere. Okay, dann mache ich erstmal Only Vehicles. Oder Vehicles. Jetzt mal gucken, dass ich den hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier? Ist das eine gute Idee? Ich überlege gerade, wo ich den das Tablet hinstelle. Aber theoretisch habe ich auch noch eine Festplatte. Die ich nur ein bisschen verschieben möchte. So, jetzt finde ich es ein bisschen besser. Guck dir mal diesen schönen LKW an hier.
Oh Gott. Wir haben übrigens gerade einen durchschnittlichen Spritverbrauch von 35,3 Liter. Das ist schon verdammt viel. So, naja, wir versuchen mal 20 Uhr auf jeden Fall reinzuholen, weil wir hatten ja von Nantes hierher, hatten wir ja gerade mal 1 Stunde oder so gut gemacht. Ich frage mich nur, warum. Was ist denn das für eine Bremse da unten? Retarder, sagt er. Aber automatischer Retarder wahrscheinlich. Naja. So faszinierend aufs Tablet die ganze Zeit zu gucken, aber kann ich halt auch nicht die ganze Zeit machen, ne? Also, um das Tablet mal zu beschreiben, also es ist im Querformat, oben links ist der Tab Fahrdaten. In diesem Tab ist oben links von bis, also von Nantes bis Bodo. Oben rechts ist Distanz, das sind aktuell 3788 Kilometer, übrige Distanz übrige Zeit sind 100 Stunden und 43 Minuten jetzt. Darunter ist der Reiter Zeit bis Ankunft. Da habe ich zwei Reiter theoretisch. Wir sollen bis Montag 12.41 Uhr spätestens ankommen. Also was hier steht. Beziehungsweise haben wir noch 60 Stunden und 36 Minuten bis dahin Zeit von der aktuellen Ingame-Zeit. Links davon, von diesen übrigen Zeit und Zeit bis Ankunft, beziehungsweise unter dem von bis, habe ich einmal die aktuelle Geschwindigkeit, die ich fahre. Rechts daneben die aktuelle Geschwindigkeit, die mit dem Tempomat eingestellt ist. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Tempomaten aus. Sehe ich die Zahl nicht mehr. Und rechts daneben die aktuell zulässige Geschwindigkeit. Das sind 80 km/h. Unter diesem, ganz unten, also immer noch im Tab Fahrdaten, unten links steht Fracht, Klammer auf geladen. Das sind Luxus-SUVs. Klammer auf 11.000 Kilogramm. Und ganz unten rechts ist der Preis für die ganze Tour. Bekomme ich 233.025 Euro. Rechts oben neben, also jetzt haben wir Fahrdaten-Tab abgeschlossen. Oben rechts habe ich jetzt zwei Tabs so gesehen. Ganz oben steht die Zeit, das ist die Ingame-Zeit. Das ist aktuell 8.22 Uhr, beziehungsweise die reale Zeit rechts daneben. Das ist 15.16 Uhr. Unter diesem Tab Zeit sind die Tankdaten. Da sehe ich sowohl, wie voll der Tank gerade ist. Also, ich sehe so einen Balken. Ich sehe rechts daneben, zu wie viel Prozent der voll ist. Der ist aktuell zu 95% voll. Ja. Und im Tank sehe ich noch, dass ich jetzt noch 952 habe. So, links neben diesem, unter wo ich die Literzahl habe, ist der durchschnittliche Spritverbrauch pro 100 Kilometer, das sind aktuell 34,0. Und links daneben ist der Tab für die Reichweite. Das sind aktuell 2411 Kilometer. Also wir müssen mindestens noch einmal tanken. Das versuche ich in Dänemark. Mal gucken, ob es da noch billig ist. Mal gucken. So, das ist der Tab Tankdaten. Dann haben wir den obersten Tab so gesehen abgeschlossen. Kommen wir zu den mittleren zwei Tabs. Der linke davon, also der ist jetzt unter dem Tab Fahrdaten. Da haben wir die Fahrzeugdaten. Da muss ich nochmal was gucken, weil da überlappen gerade zwei, wie nennt man das, zwei Dinge übereinander. Also, ich habe einmal den, wie hier dargestellt, den LKW.
Da drüben habe ich die Prozentzahl, zu wie viel Prozent der beschädigt ist. Das sind aktuell 2,7%. Der Trailer, der ist bei mir steht 0,3%, bei euch steht schon wieder 2%, warum auch immer. Und die Fracht ist zu 0,3% beschädigt. In dem Tagfahrzeug dann unten links halten, ja. Unter diesem Tab von dem LKW habe ich den Kilometerstand. Der ist aktuell 38.816, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 17, 6, 7, 8, 9, 0, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Also der zählt hoch. Rechts daneben habe ich jetzt gerade noch den Scania. Also ich will ja gerade einen Scania fahren. Dann habe ich die Wassertemperatur, die Öltemperatur und den Öldruck. Das sind 82,1, 86,5 und 3,8. Und rechts in dem Tab Fahrzeugdaten steht bei mir, wie gerade das Gaspedal die Stellung ist. Die ist so circa 10% gerade getreten. In welchem Gang ich mich befinde. Also 10. neutral, bla bla bla. Ja, also 12. steht drin. Unter diesem Tab Gas ist zu wie viel Prozent ich die Bremse betätige. Die Fußbremse, die Retarderbremse zählt jetzt hier nicht mit rein. Also die hier zählt nicht mit rein. Ja, sondern nur die Fußbremse. Genau, in diesem Tab Reiter Gas, wie die Gaspedalstellung ist halt die Gangwahl, und in diesem Tab Bremse ist halt noch die Retarderstufe gerade, also wie aktuell die Retarderstufe ist. Unter diesem Tab, also ganz unten rechts jetzt in dem Fahrzeugdaten-Tab, ist noch die aktuelle Drehzahl. Da sind zwei übereinander gelegt, und zwar habe ich einmal wie das Gas halt getreten ist, so halt so ein Diagramm, so zu wie viel Prozent. Also ist halt so eine Leiste, die sich immer wieder ein bisschen füllt und nicht, je nachdem, wie gerade die Drehzahl ist, so, weißt du. Und darüber gelegt als Tab habe ich noch eine Zahl. Also sind aktuell ca. 1100 Umdrehungen. Das ist in Ordnung, ist schön spritsparend. Rechts neben, also das ist jetzt der Fahrzeugdatentab gewesen, den können wir jetzt abschließen. Rechts daneben, also unter dem Tankdaten-Tab, ist der Pausentab. Da steht eigentlich nur drin, wie lange ich noch habe. Ich habe noch 7 Stunden 50 bis zur nächsten Pause. Also das, was da unten drin steht. Und dann habe ich noch ein Icon, wie voll das Bett ist. So, also nicht wie voll gepisst oder voll gekackt ich das Bett habe, sondern dieses Bettsymbol, was dann halt kommt, ne? Das, was ihr unten rechts, also bei euch jetzt hier gerade im Bildschirm, was ihr da unten rechts seht, da habt ihr ja die 85 km/h um links stehen, die Gangwahl, die Beschädigung des LKWs, das Tankvolumen, und dann habt ihr das Bett, das ist so eine ganz kleine blaue Leiste. Bisher, weil wir haben halt noch 7,5 Stunden Zeit, ne? So, jetzt kommen wir zu dem letzten Tab auf dem Tablet hier. Das ist ganz unten, der führt von links nach rechts aus, das ist einfach nur Technik. Da kann ich jetzt sehen, ob ich Parklicht anhabe, Abblendlicht, Lichthupe leider nicht. Also, jein, sage ich mal, weil wir haben ja hier noch die Dachbeleuchtung, die leuchten auf. Ja. Dann habe ich einmal den Fernlicht-Tab, wo auch die anderen zwei Leuchten aufleuchten. Blinker links, Blinker rechts, beziehungsweise Warnblinker, und da blinkt sowohl Blinker links, Blinker rechts, als auch die Warnblinkleuchte. Dann habe ich einmal die Rundumleuchte, die leuchtet bei mir. Dann, wie gesagt, die Dachmontierung und die Frontmontierung. Ein Batteriesymbol, einfach nur für die Ästhetik. Für ein Druckluftsymbol. Also, das kann ich jetzt hier mal kurz zeigen. Das, was euch da jetzt angezeigt wird, das wird mir jetzt auch angezeigt. Dieser gelbe Kreis da im Dings, der wird mir jetzt auch angezeigt. Dann habe ich noch das, was ihr unten rechts jetzt seht. Das ist die Retarderstufe, ne, die da unten rechts immer aufleuchtet. Dann habe ich noch die Motorbremse. Dann habe ich die Parkbremse, also das kurze Symbol hier. Und dann habe ich noch die Motoröl, falls sie zu heiß werden sollte, so eine Kontrollleuchte halt. Und die Tanksymbolleuchte. Das ist alles unter Technik drin. Ja, jetzt habt ihr hoffentlich ein Bild, was ich so alles sehe. Also ist schon sehr viel, finde ich auch sehr übersichtlich. Ist zwar vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich weiß, wo was ist. Ja, war vielleicht auch ein bisschen viel, dass ich zum Beispiel, dass ich bei den Tankdaten da sowohl eine Prozentzahl anhabe, wie viel Prozent im
zweiten Tag noch drin sind, eine Leiste habe, ne, die von 0,5 bis 1 geht, ja, als auch im Tank, wie viel da noch drin ist. Vielleicht unnötig, aber ich musste halt ein bisschen, das war so eine schwarze Ecke, die hat mir nicht gefallen. Bitte links halten. Und ja, vielleicht war es auch ein bisschen zu viel mit den Fahrzeugdaten da. Also, dass ich das Scania zum Beispiel zu stehen habe, das überblendet gerade. Hallo zum Boom! Aber ich finde es übersichtlich. Ich finde es cool. So, wir haben schon mal 20 Uhr rausgeholt. Das ist schon mal sehr gut. Achso. So. Aber sowas wie zum Beispiel die Retarderstufe wird gerade eingesteckt, sowas habe ich Ewigkeiten gesucht, das habe ich erst gestern Abend, Quatsch, heute früh, schon irgendwann um 6 Uhr oder so im Bett, habe ich nochmal auf dem Tab alles hin und her experimentiert. Auch mit den Blinkern, das habe ich auch erst zum Schluss entdeckt, ist mir jetzt übrigens auch, also nicht jetzt, sondern zum Spielbeginn, aufgefallen, dass das, dass die Blinkleuchten dann auch angehen, eigentlich ist ja eine unterschiedliche Sicherung, aber ja, also beim Warnblinklicht. So, wir haben gleich einen Kilometerstand von 39.000. Also wir haben gleich wirklich einmal die Erde umrundet. Eigentlich mit einem Kilometerstand. LKW-Überholverbot. Ach, interessiert da sowieso keinen. So, fahren wir jetzt an Dänemark rüber? Ja, oder? Ist schon soweit. Ja. Ich hoffe, dass wir heute im Stream zwei Touren schaffen insgesamt. Also das ist jetzt hier eine Tour, die dauert ja noch 3500 Kilometer, aber die sollten wir auch relativ schnell schaffen. Ach, jetzt geht's zur Fähre rüber, perfekt. Eigentlich wäre es noch geil, wenn man irgendwie, also gut, das ist jetzt hier in Anführungszeichen Neuwagen, aber wenn man die Dinger irgendwann zum TÜV einfach schicken muss. Einfach sagen, ey, jetzt ist TÜV-Zeit, so nach 2 Jahren oder so, ne? Du hast jetzt echt viel ATS gefahren. Jetzt ist TÜV-Zeit. Kümmer dich drum. Und dann der LKW einfach mal für 2 Wochen weg ist. Gut, da könnte man sich natürlich einen zweiten kaufen. Oder einfach den alten verkaufen und einfach einen neuen kaufen, so. Mit der gleichen Ausstattung und so. Aber das ist, glaube ich, nicht dasselbe Feeling. Neue Route finden. So, Feststellbremse, Motor aus, Licht aus. Rottebyhafen, Fahrt 45 Minuten, Preis 290 Euro. Route neu berechnen. Kein Problem, ich finde eine neue Route. So, die 39.000 haben wir übrigens jetzt geknackt. Nee, wir fahren mal hier hinten lang.
Dänemark! Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gut. Ja, während der Fahrt nicht am Handy sein. Entschuldigung. Ja. So, versuchen wir 19 Uhr rauszuholen, wa? Wir haben jetzt noch fast 6 Stunden Zeit dafür, also bis wir schlafen müssen. km/h. Wir fahren hier 11 Stunden fast. Das heißt, wir schaffen fast 1000 Kilometer. Plus minus. Pro von Schicht zu Schicht. Das ist schon krass. Ja, es sind nur 935, aber das ist schon geil. Mens Klint, ah ja. Ich glaube, wir sind mit 3800 Kilometern aus Deutschland gestartet. Wir haben jetzt schon 3400 Kilometer nur noch vor uns. Ist ja immer plus minus. Also, ich sag jetzt mal, wenn 1812 Kilometer geplant sind und wir 1850 auf einmal fahren oder halt 1750, ja, ist halt immer ein plus minus Geschäft, ne? Manchmal fährt man irgendwie nochmal einen Block rum oder man hat sich verfahren oder so. Aktuell ist die Ankunftszeit Samstag, 19.33 Uhr. Aktuell. Zum Beispiel ein Parameter wäre noch geil, was das für eine Art von Lieferung ist. Ist es eine normale, ist es eine eher schnellere oder ist es eine dringende Lieferung? Also grün, blau oder rot. Das kann man ja sehen. Die roten, da musst du wirklich straight up fahren, die ganze Zeit durchknallen, ja. Die grünen, da kannst du ja wirklich Zeit lassen, da kannst du, wenn du in England startest und nach Frankreich musst, kannst du noch gefühlt über Russland fahren. Aber ja. So, Kopenhagen. Junge, wir müssen Bauarbeiten hier ein paar Blöcke weiter, ey. Die hatten auch vorhin irgendein, ich weiß nicht was es war, auf jeden Fall die hatten die Motor laufen, weil das war so bassig auf einmal. Normalerweise, also ich kenne das ja von unseren Bussen, dass die Motoren von MAN sehr bassig sind. Von Mercedes, die sind sehr laut, von Iveco, die klingen wie eine Waschmaschine und von MAN, die klingen wirklich sehr bassig, also die haben wirklich einen krassen Bass drin.
Und so hat das hier gefühlt durch ein paar Hausblöcke durchgeschaltet. Also wirklich, das war. Ich meine, ich könnte ja nichts dafür, um 8 Uhr oder 7 Uhr, weil ich eingeschlafen bin, keine Ahnung. Bitte links halten. Da schlafen halt die größten Leute nicht mehr, also außer die vielleicht zur Spätschicht wollen, aber der größte Teil ist aufgestanden. Weil so, ich sag mal, 40% der Deutschen irgendwie von 7 bis 16 oder von 8 bis 17 Uhr irgendwie arbeiten sind. Also von daher, ja. Ganz entspannt. Hab mich nicht draufgeregt, alles gut. Dann kam zwischendurch noch ein Paket um. Boah, 10 Uhr irgendwas, glaube ich, von der Deutschen Post. Dann hat die das fallen lassen. Also ist zu mir hochgekommen. Und wollte mir das überreichen. Und auf einmal, ich meine, sie hat das wirklich eilig, ne? Verstehe ich auch. Auf einmal ist es fallen gelassen. Ich so, nicht so schlimm, sind nur Kabel. Alles gut, die gehen nicht kaputt. Okay, dann ist sie wieder runtergegangen. So, ist schon so weit durch Dänemark durch hier. Da vorne kommt die Landesgrenze zu Schweden. Wenn ich da oben in Bordeaux, wo wir in der vorletzten Folge oder so hingefahren sind, wenn wir da keine Tour runter haben, dann versuche ich vielleicht eine Leerfahrt irgendwie zu machen. Also zum Beispiel, einfach nur beispielsweise, ja, wir fahren da jetzt hin, finden da keine Tour, die runtergeht zu diesem, was auch immer das für ein Ort ist, Nantes war das. Nee, Nantes sind wir, also kommen wir her aus Frankreich. Okay, dann schlafen wir halt. Okay, wenn wieder keine Tour ist oder eine Tour, die sich sehr gut lohnt, ja, also über 300.000, dann ja, lassen wir es halt einfach, ne? Oh Gott, nein! Oh, ich dachte, die Gelben sind, dass man einfach so durchfahren kann. So wie der Bus hier zum Beispiel, der hier fett mit 50, 80 durchknallt. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das ist nicht dein Scheißernst. Digga, ich hab nicht mal eine Vollbremsung hingelegt. Guten Morgen. Einmal Bordeaux. Danke schön. Schönen Tag, ne? Ich weiß. Ach nee, das war eher Schweiz, ne? Ich weiß nicht, wie die da oben so reden. Direkt auf 85 beschleunigt. Das geht hier so schnell, es ist so geil. Wenn das ein Pole gewesen wäre, der wäre locker links rüber gezogen jetzt so. Ja, Elefantenrennen jetzt so hier. Ich lass mir Zeit. Wir müssen ja nicht zu schnell fahren. Aktuell Ankunftszeit Samstag 19 Uhr. Dann schlafen wir 9 Stunden. Dann haben wir Ankunftszeit Sonntag. Jetzt muss ich überlegen, warte mal. Bis 24 Uhr sind 5 Stunden, ne? Plus 4. 4 Uhr frühs. Dann kriegen wir vielleicht 3 Uhr frühs raus, Sonntag. Dann schlafen wir noch einmal. Dann haben wir 12 Uhr Sonntag. Und dann schlafen wir noch einmal. Also wir zweimal konnten wir jetzt schon schlafen. Sonntag 12 Uhr. Kriegen wir bis 11 Uhr. Plus 9 ist dann Sonntag 20 Uhr. Das ist jetzt dreimal schlafen. Also wir... Boah, Sonntag, was war das? 20 Uhr. Runter auf... 19 Uhr vielleicht nochmal, ne? Immer also 4, 5 Mal können wir circa schlafen noch. Bis wir da sein sollen. Also wir müssen jetzt die nächste Pause in 3 Stunden 40 einlegen. Ich hoffe, das können wir Höhe Stockholm oder so machen. You shop, we drop. Ah ja. Shopping delivered to your door. www.tesco.com. Tesco, nicht Desco. Tesco.com. Werbung! Werbung Ende.
Ich habe die Musik wieder vergessen, ne? Können wir bei der nächsten Pause. Wenn jemand gerade online ist, erinnert mich mal dran, dass die Musik noch... Ich habe schon wieder nach rechts geguckt wegen Spiegel. Dicker, ich baue den in den rechten Bildschirm bald ein. Ich habe so eine... Mir ist hinter dem Schrank... Ich habe meinen Spiegel bei mir am Bus abgefahren. Also nicht abgefahren, sondern... MANR verbogen. Und... Ja... Vielleicht... Also ist kein Spiegelglas oder so, ist einfach nur verbogen und die Abdeckung ist abgefallen. Haben sie wieder zurechtgebogen, die Abdeckung wieder rangemacht. Aber ich durfte die alte Abdeckung behalten. Habe ich einfach mitgenommen. Nach Hause. Ich habe bisher zwei Spiegel. Ich habe mehrere Spiegel schon gestriffen. Ja, das ist mir locker schon 10-mal passiert. Weil manche Verkehrsschilder einfach so beschissen stehen. Oder Umleitungsschilder, hat es einmal kurz Ding-Dong gemacht. Einmal habe ich bisher einen Fahrgast damit erwischt. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, also leid tat er mir trotzdem, ja, aber so nah an der Haltestelle zu stehen, würde ich fast sagen, selbst schuld. Ja, hast du. Ja, ich habe keine Musik an. Toll. Pech. Ja, passiert. Hat's kurz Ding-Dong gemacht. Ding-Dong, die Hexe ist da. Die Hexe... Ah, nee, warte mal, das war die Hexe ist tot, ne? Ding-Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, die isst kein Brot. Ding-Dong. Müsst ihr mal Irikuria fragen. Der ist bestimmt nicht da, aber, Der kennt solche Lieder bestimmt noch. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh, okay. Ich brauch gar nicht. Okay, never mind. Er biegt ab. Ich wollte gerade überholen. So, wir haben Tatsache 2 Stunden gut gemacht. Wow. Na, geht ja auch hier nur geradeaus, ne? Also. Also 5-mal schlafen. Mal gucken. Zeit bis Ankunft, 50 Stunden. Montag, 12 Uhr. Warte mal, das sind 50 Stunden? Das sind ja etwas mehr als 2 Tage. Was? Montag, 12 Uhr. Wir haben es Donnerstag, 16 Uhr. Da stimmt doch irgendwas nicht. Also 150 Stunden kann ja auch nicht stimmen. Hier steht denn 50 Stunden? Die übrige Zeit bis Ankunft. 50 Stunden 42, 41. Ist das von der reinen Fahrzeit her, dass wir in 50 Stunden da sind? Ja, okay. Gut. Ich bin einfach dumm. Ist einfach so. Die übrige Zeit sind noch 92 Stunden. Ja, das ist richtig. Ja. So, wir müssen 2 Stunden 23 eine Pause machen. Ich speichere mal gerade. Hier mal ganz kurz auf die Karte, bitte nicht abstürzen. Das wäre sehr nett. 2 Stunden. Das wäre 3 Stunden. Der Rastplatz. Stunde 26. Gibt's in... Bitte nicht abstürzen, hier in Köpping Parkplatz. Er stürzt ab. Alles klar. So, ich wollte mich ja selbst daran erinnern mit der Musik. Das kriegen wir gleich hin. Moment. YouTube. Mediathek. Ah ne, wir haben ja hier. Oder? Müsste, glaube ich, noch in der Playlist drin sein. Das ist gar keine Playlist, auch in Ordnung. Dann habe ich die hier. Übrigens, die Playlist hat dann von neuem gestartet, ne? Also. Naja, gut. Ja, er ist kurz abgestürzt. Ein Glück, dass ich gespeichert habe. Ich weiß nicht, was da mit den Karten-Updates los ist. Keine Ahnung.
Evijärvi, Finnland. Ah, ja. Das sind wirklich geile Bilder. Die könnte man aus meiner Sicht noch ein bisschen größer ziehen. Aber gut, das ist nur meiner Sicht. Wir haben 64.000 schon auf dem Konto. Wir sind ja reich. Komm in die Gruppe! So, es gibt hier Tatsache einen. Der ist in circa 2 Stunden. Dann machen wir an Jien Köping Pause. Und die nächste Pause wird dann wahrscheinlich hier oben irgendwo. Ein paar Touren erledigen. Chisinau. Müssen bloß mal gucken. Ich würde am liebsten vielleicht in... Ja, vielleicht in Stockholm eine Garage aufmachen. Mal gucken. Dann setzen wir da mal gerade einen Navi-Punkt hin. Das ist Södertade. Oder Taji. Dann entweder das hier oder das hier Stockholm. Das ist eine Werkstatt, das dürfte nicht... Ich hoffe, dass hier Stockholm. Entschuldigung. Da machen wir da eine neue Garage auf. Also wir werden die noch nicht komplett aufrüsten können. Aber vielleicht können wir da schon mal ein, zwei Fahrer... Ja. Hinschicken. Hammerfest. Vielleicht fahren wir dann hier unten lang. Ist jetzt ein bisschen größerer Weg, aber auch nur, weil wir gleich schlafen. Dann würde ich nochmal versuchen über die Brücke. Weil wir haben ja ein bisschen mehr Zeit jetzt, ne? Hoffe ich. Ich will hier zumindest größtenteils alle Orte mitnehmen. Vielleicht können wir ja noch sogar hier rüberfahren. Das sind insgesamt 3.357 Kilometer. 100.000. ...50.000 wäre eine neue Garage, 100.000 wäre ein neuer LKW, plus ein Fahrer. Apropos Fahrer. Was machen denn unsere... Was machen denn unsere... Wo sind sie denn? Lukas! Leere Paletten, immer noch? Du müsstest mir schon langsam entgegenkommen. Der kommt mir gleich entgegen. Ja, stell dir mal vor, du bist hier losgefahren, ne? Ich bin dir hinterher gefahren, hab dich überholt und bin auf einmal in Nantes gewesen. Kannst du dir das vorstellen? Ey, das wäre so eine üble Leertour gewesen. Ohne Scheiß. Naja, mal gucken. Wir halt langsam immer ne, neue Werkstätten, sag ich schon. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Los.
immer neue ja, Standorte haben. Weil so machen wir halt prozentual gesehen mehr Profit. Ist zwar ein langsamer Aufbau, immer wieder ein neuer Fahrer, eine neue Werkstatt, Mann, ein neuer Standort, diesen Standort aufrüsten und so weiter. Ja, ich muss mal gerade. So. Oh Gott. Der Chat. Okay, auf in den Osten hat er geschrieben. Oh Gott, ich war gerade. Ja. Warte mal, wieso hast du geschrieben auf in den Osten? Wir sind doch eher auf im Norden. Also, oh Gott. Hallo, Retarder. Bitte links halten. Oh Gott. Deswegen, der war auf einmal im neutralen Gang. Verstehe, wer will. Kollegen, Bus gegrüßt, ne? So, ich hoffe, in den 2 Stunden schaffen wir jetzt noch 300 Kilometer, aber ich glaube nicht. Weil wir fahren ja nur 85 Kilometer die Stunde. Da werden wir das jetzt nicht schaffen. Aber wir haben ja einen Rastplatz in Jönköping. Da fahren wir ruf, machen wir Pause und dann fahren wir weiter. Aktuelle Ankunftszeit sind übrigens Samstag 22:02, also ein paar Stündchen später jetzt, ne? Statt, was hatten wir gesagt? 20 Uhr sind jetzt, haben wir jetzt ein paar Stunden mehr aufgehauen? Ja, wa? Was waren das da? Was hatten wir gesagt? Samstag Ankunftszeit 13 Uhr oder so, ne? Hatten wir nicht rausgeholt irgendwie? Ich weiß nicht mal, was wir, also auf jeden Fall sind jetzt einige Stunden dazugekommen. Ich weiß aber, weil du gesagt hast, auch noch in den Osten musst. Ach so, deswegen. Ja, in den Osten müssen wir auch noch mal irgendwann einfach ein paar Touren da hinten erledigen. Hoffentlich nicht zu kurz, hoffentlich nicht zu lange. Aber ich weiß, da hinten gab es mal, ich glaube, das habe ich beim Kumpel, letztes war 19 Uhr. Okay, ja, siehst du, da haben wir jetzt circa 3 Stunden gut gemacht. Nee, oben raufgehauen. Ich hoffe, wie gesagt, das ist bloß kein Fehler. Das werden wir ja ein paar hundert Kilometer vorher sehen. Wir haben jetzt übrige Zeit von 91 Stunden jetzt noch übrig. Wir haben noch 52 Fahrstunden. Das ist 11 Stunden fahren, 9 Stunden, also 20, 40, 60, also dreimal schlafen circa noch. Plus 60 Stunden. Ja, bleiben noch fast 30 Stunden übrig. Fast. So, warte mal, ich muss mal gerade speichern mal kurz. Aber hier, dieser Chat, der ist irgendwie gerade. Jetzt hat er sich gefangen. Okay, weiter geht's. Wie sieht das Auftragsangebot hier gerade aus? Gucken wir mal. 204.000. Wieder eine Yacht. Digga, die haben's aber auch mit den Yachten, ne? Hier, das ist das, was ich meine. Grün für die eher einfachen Touren, also eine Standardlieferung. Blau für eine etwas eiligere Lieferung. Und rot für eine dringende Lieferung. Und dann halt mal Touren hier runter. Wenn wir in Bordeaux dann angekommen sind, hoffentlich eine Tour irgendwie nach Troforce oder irgendwo anders hin. Hier 126.000 bis nach Italien runter ist ein bisschen wenig, ne? Zum Beispiel wenn eine Tour nach Murmansk, die könnte man nehmen, ja. Da hier sind noch einige Orte. Das ist nur blau, ja. Bergen. Könnte man auch noch nehmen. Hier sind auch noch ein. Also wir klappern ja sowieso einige Orte ab. Bordeaux nach Tromso zum Beispiel. Hier. Ah ne, da fahren wir sowieso lang. Wie hieß der Ort? Wie hieß der Ort? Troforce. Okay, nicht Tromso, Troforce. Aber haben wir halt nichts, ne? Wir haben nur hier rüber die ganze Zeit. Das kotzt mich ein bisschen an. Die reichen Schweden. Tja.
Die mit ihren ganzen Yachten da oben, ne? Na, die haben ja auch tausende Seen da oben. So, jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit, bis wir einen Parkplatz finden, aber in Jönköping sollte ja einer sein. Und ich sag mal, Touren über 300.000, die nehmen wir definitiv an. Warum ist der Tempomat schon wieder aus? Warum sind wir schon wieder am neutralen Gang? Was soll die ganze Scheiße hier? Touren über 300.000, die nehmen wir definitiv an. Ansonsten Touren alles über 250.000 wäre schon geil. Ansonsten 200.000, aber auch, ich sag jetzt mal, relativ kurze, wo sich das auch lohnt. Also wenn ich jetzt hier nach Italien für 120.000 runterfahre, das lohnt sich nicht. Da kann ich auch nach Island rüberfahren. Für 10.000 ist genau das gleiche. Ich weiß gar nicht, ob es hier dann von Norwegen. Wir sind in Jönköping. Ob es in Norwegen dann eine Fähre nach Island rüber gibt. Bestimmt. Und wir müssen nochmal nach Spitzbergen. Von dort aus gibt es hoffentlich richtig geile Touren. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich beim Kumpel, als ich bei Erik Kyria damals gezockt habe. Gib Gas mit deinem Golf. Junge, was ist mit euch? Nimm diese Ausfahrt. Er fährt ja einfach rückwärts. Hallo, 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 meine Fracht, meine Fracht! Boah, du kriegst ja einen Herzinfarkt beim Fahren, ey. Macht sowas nicht. Hier wächst Gras aus der Straße raus. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh Gott. Feststellbremse, Licht aus, Motor aus, schlafen gehen. Also mit dem Gigaliner möchte man hier nicht stehen, ne? Also da kommst du hier kaum... Oh, die Gigaliner-Tour, die kurze, die wir da in der Folge 70 oder so hatten, ey, die war ja eine Katastrophe, ey, wirklich. Die war ja wirklich eine Katastrophe. Da rauszukommen aus der scheiß Parklücke da hinten. Oh, das war eine Katastrophe. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer gerade. Hier wäre theoretisch noch eine Garage. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh Gott, ja! Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz im Kreisverkehr rückwärts fahren. Aber ich behindere ja niemanden. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Aber Gigaliner, muss man sagen, hat auch echt Spaß gemacht zu fahren. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwann wieder fahren, kein Problem. Aber das Problem ist, ich kann mir jetzt nicht einen Trailer besorgen. Einen Trailer? Also einen Anhänger halt.
wenn ich halt irgendwie dann auf einmal einen Bagger oder so mir zulegen soll. Da müsste ich ja einen Tieflader haben. Aber was ist, wenn es eine... Ach, Quatsch. Was ist, wenn es eine gute Tour halt mit eine Kühlfracht gibt? So, also du müsstest dich gefühlt auf alles vorbereiten. Kannst aber nicht alles in der Garage die ganze Zeit in so einer Dings haben. Deswegen sage ich so pro Garage so drei Trailer, wenn wir es schaffen. Drei Standard-Trailer in Anführungszeichen, ne? Ja, sollte auch reichen. So, jetzt ist Ankunftszeit Sonntag 7.07 Uhr. Dreimal schlafen, circa. Wir haben jetzt 3200 Kilometer noch auf der Tour. Dreimal schlafen, circa plus minus. Wir müssen bis Montag 12.41 Uhr da sein. Weil dreimal schlafen, 9, 18, 27, das sind circa, ja, 24 Stunden, mehr als 24 Stunden. Da wäre es dann Montag 10 Uhr. 12, 24, 48. Ein bisschen Zeit kriegen wir ein, gut. Das ist, glaube ich, gut geplant. Ich glaube, das kriegen wir langsam gut, sag ich mal. Es ist 16 Uhr. Eine YouTube-Folge geht gerade online. Frag mich nicht, was für eine. Ich glaube, Saints Row kommt gerade. Jungs, das kann jetzt überhaupt noch ein paar Kilometer dauern, ne? Fahr jetzt hier nicht schneller, kostet Sprit. Wir sind beim guten Spritverbrauch von 31,2 Litern. Das ist super. Das gefällt mir. So, Sonntag 7 Uhr. Naja, wir fahren jetzt auch noch größtenteils geradeaus. Ich versuche mal Sonntag 5 Uhr rauszuholen. Versuche ich. Fahre ich zu schnell? Achso, 50 erlaubt. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt sind wir schon an der Raststätte vorbei. Die Deutschen beschweren sich auch nicht. Da gibt es Autos, die fahren da mit 300 vorbei. An der Raststätte, ja? Mann. Habt euch mal nicht so hier. Nein, das ist, ich finde es super. Boah, wenn mein Auto mal, ich habe ja privat ein Auto, ne? Wenn das mal bei 85 km/h bei 1100 Umdrehungen wäre. Boah, das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Ich glaube, bei 85 ist der bei 2,5 circa oder 2,7 schon. Also bei 100 weiß ich, dass er ziemlich genau 3000 Umdrehungen hat. Im sechsten Gang natürlich, ne? Ich fahre jetzt hier nicht im vierten. Ja, ich habe ein etwas älteres Auto. Endlich gehört die Straße wieder einem Deutschen. Oder einer Deutschen, Entschuldigung, ich bin ja hier eine Frau in dem Spiel. Aber ich habe gerade gesagt, den Deutschen. Also, naja. Egal. Die Sexismus-Debatte will ich jetzt nicht aufmachen. Leider nicht lesen.
Linköping Östra, okay. Stockholm, 200 Kilometer noch. Die Jets sind mir gestern schon aufgefallen. Die zwei, die man jetzt im Rückspiegel rechts sieht. Trailer-Schaden geguckt. Jetzt haben wir gerade mal eine Viertelstunde gut gemacht, obwohl wir hier schon anderthalb Stunden unterwegs sind. Stimmt ja nicht, wir sind schon zweieinhalb Stunden, oder? Nee, wir sind schon zweieinhalb Stunden unterwegs. Krass. Da kriegen wir gerade mal Sonntag 6 Uhr raus. Ich glaube, wo ich mich hier schon beeile. Also tanken müssen wir auch noch. Fuck, das wollte ich in Dänemark, ne? Toll. Na, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt dürfen wir hier wieder über 2 Euro blechen. Wenn wir am Standort Stockholm sind, machen wir mal Folgenende dann. Dann beenden wir die Folge. Weil wir haben jetzt schon wir haben jetzt schon 1004 Minuten, genau, ja, richtig. Wir haben jetzt schon 1 Stunde 4 Minuten. Ach, hier war das mit der Brücke, ne? Wo ich nicht weiß, wo dieser Fotoapparat da ist. Der muss irgendwie wahrscheinlich auf der Brücke sein, aber da komme ich ja nicht hin. Und hier links und rechts gibt es auch nicht, was ich sehe. Gleich runter. Salzkock. Interessanter Name. Salzkock. Ah ja.
Also wir können ja 11 Stunden fahren. Und wir haben halt eine Pause von 9 Stunden. Deswegen kann ich mal 20 Stunden pro Fahrteinheit rechnen. Wir haben jetzt noch die übrige Zeit von 77 Stunden. Aber haben eine Zeit bis Ankunft 47 Stunden. Das heißt, ich kann jetzt 20, 40. Okay, ich muss auf jeden Fall zweimal schlafen. Und da jetzt noch 7 Stunden übrig bleiben, okay, muss ich noch mindestens ein drittes Mal schlafen. Biege nach rechts ab. So, das ist jetzt nicht der Standort Stockholm. Doch, das ist der Standort Stockholm. Zweite Ausfahrt nehmen. Perfekt. Dann kaufen Sie mich hier die Garage diese jetzt. Diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Ich muss sagen, wir sind links ab. Noch gar nicht über Rot gefahren jetzt. Seitdem ich jetzt hier in den neuen Aufnahmesession und so mache, ne? Noch gar nicht. Überraschenderweise. Immer geradeaus. Ich will nur kurz absatteln und hier nicht um Hof irgendwie rumdrehen müssen, weil das kacke ist. Fertig zum Losfahren. 180.000! Alter Vater! Oh, da steht ja schon ein LKW drin, brauche ich ja keinen kaufen. Oh, ich rolle, ich rolle, ich rolle, ich rolle, hallo. Biege nach links ab. Ich rolle, oh. Boah. Alter, so knapp am Unfall vorbei. Holy shit. Da war ein LKW gerade drin. Wo ist denn der hin? Da ist er. Wir brauchen gar keinen LKW kaufen. Was ist denn das? Iveco oder? Zeit zu gehen. Ein Scania. Ist hier schon einfach ein Scania drin? Ey, wo ist der Scania hin? So, mein Guthaben sind 48.000. Problem ist, wir können jetzt gerade keinen LKW kaufen. Haben wir jetzt auch einen Standort in Stockholm. Gefällt mir. Das gefällt mir. Ach, ich kann es auch wieder verkaufen für 180.000. Interessant. Gut zu wissen. Da ist ein Scania einfach drin. Die Physik von der Fahne ist auch geil, ne? Da hinten theoretisch auf die Laderampe fahren. Warte mal, kann man das? Habe ich das schon mal ausprobiert? Wir sind ja hier gerade ein bisschen da, um Faxen zu machen. Nee, andersrum. Also man kann auch LKWs noch draußen abstellen, ja? Gut, man braucht nicht unbedingt einen Stellplatz in der Halle dafür. Ich möchte es nur kurz sagen, ne? Kann man zum Beispiel hier seinen LKW abstellen, ja, ganz entspannt. Kann man schön seinen Einkauf ausladen. Das mit der Tür passt gerade so.
Das passiert übrigens, wenn man dann die Feststellbremse loslässt. Der würde dann rollen und hier einen Unfall haben. Deswegen immer einen Keilring vorlegen. Das ist schon geil. Das ist einfach ein Monster-Truck hier gefühlt schon, ja. Einfach mal kurz an Straßenrand gestellt, finde ich gar nicht so schlimm, ne? Fahrt vorsichtig. So, da kann es ja losgehen. Beziehungsweise weitergehen. Warte mal. Speichern. Was heißt hier Samstag 13.28 Uhr? Hä? What the fuck? Ja, jetzt müssen wir die ganze Scheiße normal machen, oder was? Hier waren wir auch noch nicht. Achso, wir sind, glaube ich, damals dann durchgefahren, ne? Ja, wir könnten hier auch über Murmansk fahren, aber darauf hatte ich, glaube ich, ein bisschen wenig Bock. Machen wir dann irgendwann mal. 48 Stunden haben wir, glaube ich, auch vorher drin, circa. Auf geht's. Weil wir jetzt die Garage gekauft haben oder was, ey. Biege nach links ab. Deswegen hat er jetzt einfach die Navi-Daten zurückgesetzt. Sonntag 8.09 Uhr. Ja, das war so circa, ne? Scania!
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Rechts halten. Dann Ausfahrt. Achso, nee, rechts, okay. Die Ausfahrt rechts. Nee, wir bleiben auf der rechten Spur. Ich glaube, wir müssen hier jetzt wieder runter, ne? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Oh nee, jetzt hat's dazwischen geknallt. Nimm diese Ausfahrt. Neunzig, na geil. Dann Feuer. Dann gibt's jetzt Gas oder nicht? Jung. Ich habe nur geguckt, ob das mit dem Tablet synchron ist. Bei Tempomat zum Beispiel so circa 0,3 Sekunden Unterschied. Was? Hier sind doch 70 erlaubt! Ach, jetzt sind 5... Oh. Ruhig bleiben, Fanto, ruhig bleiben. Immer geradeaus. Ey, pass auf, wir drehen jetzt hier einfach. Warte ich die Sache. Verfahren, Entschuldigung. Bloß weg von der Polizei, ey. Neu berechnen. Ich glaube, wir müssen den Navi-Punkt noch rausnehmen. Guck dir das an. Boah. Und irgendwann fahren wir dann mal hier lang. Vielleicht ja zum Beispiel eine Tour nach Murmansk. Lass uns loslegen.
Slowik aber nicht. Ach, jetzt sind wieder 70. Och, Leute. Dadurch machen die Kohle halt, ne? Ständige Geschwindigkeitsänderung. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Wie viele Stunden hast du eigentlich schon in ETS? Also beim Kumpel habe ich ca. 500, hier habe ich jetzt ca. 150. Also auf insgesamt jetzt so. Also insgesamt habe ich dann wahrscheinlich 650. Grüezi, grüezi, hallo Pedro, willkommen zurück. Du kannst wieder abschalten, hier wird nichts passieren heute. Außer dummes Gequatsche. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, ich war doch gerade am Bremsen, Digga. Fick dich doch. Den Volvo links nehmen wir uns, den ziehen wir ab. Sag ich ja, den ziehen wir ab. Der ist einfach nur abgebogen. Jetzt werde ich auch noch müde hier, kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich zisch mir gleich wieder eine Cola hier. Bitte links halten. Sind jetzt wirklich 85 erlaubt hier? Nicht, dass hier gleich wieder 60 sind und dann direkt wieder die Polizei kommt. Wir versuchen jetzt Ziel Sonntag 7 Uhr rauszufahren. Aber ob wir das schaffen? Wer weiß. Immer geradeaus. Jo, wir schaffen es. Yeah, yeah, woo, yeah, Bob der Baumeister, yeah. Gibt es eigentlich noch Menschen, die Bob heißen? Oder gibt es heutzutage noch Eltern, also heutzutage, die ihre Kinder jetzt noch Bob nennen würden? Fragen, die sich Fanto stellt. Immer geradeaus.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß, es gibt bestimmt Leute. Ja, das ist unser Bob. Stunden, 6 Minuten, müssen wir eine Pause einlegen. Schaffen wir. Ja, wir schaffen es. Die würden uns hier rausziehen. Kommt auf einmal das BAMF in der Ecke. Das heißt jetzt übrigens BAMF, das heißt nicht mehr BAG. Jemals zu Ende geschaut? Nee, nee. Ich habe nur bis zu dieser einen Szene mit dem etwas gummihaften Geschöpf. Da war dann für mich Feierabend. Ich weiß nicht, warum man da so stark runterbremsen muss. Ich weiß es doch nicht.
Hier gibt's aber hinten noch was Platz. Wir müssen in 3 Stunden 9 Minuten und hier hinten, das würde 4 Stunden dauern. Da müssen wir mal gucken. Und ich vielleicht noch hier. Dass wir hier rüberfahren. Und dann hier kurz abbiegen. Weil dann nehmen wir den Ort hier wenigstens auch noch mit. Dauert zwar jetzt auch wieder länger, aber. Ja, Sonntag 6 Uhr. Kriegen wir vielleicht raus. Ja, und für die Leute, die es immer noch nicht kapieren, ich nehme halt die ganzen Orte mit, weil von diesen Orten können auch Aufträge losgehen, die halt vielleicht mehr bringen. Vielleicht haben wir jetzt da oben irgendeine Stadt, die wir jetzt gesagt haben, ey, okay, lassen wir nochmal darüber fahren. Vielleicht haben wir jetzt einen Auftrag von 400.000. Wer weiß? Wenn wir da jetzt nicht lang gefahren wären, hätten wir den Auftrag vielleicht nicht bekommen. Reichweite von 1500 Kilometern. Das heißt, in dem Ort muss ich mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal tanken. Aufwachen und morgen aufstehen! Zum Appell antreten! Los, let's go! Ich hoffe, ihr seid wach. An alle, die auf YouTube gerade in Dauerschleife schauen und sich das wahrscheinlich irgendwie zum Einschlafen angeguckt haben. Guten Morgen! Aufstehen! In ein paar Stunden klingelt der Wecker. Ich hoffe, ich habe sie geweckt. Rechnung könnt ihr mir gerne bitte nicht zukommen lassen. Dankeschön. Auf dem Rastplatz hatten wir letztens Pause gemacht. Ich erinnere mich. Ich wollte doch eigentlich die Folge beenden. Wenn wir uns die Garage gekauft haben, dann beenden wir jetzt die Folge. Wir sind schon wieder bei 1,5 Stunden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich lerne es auch nie, ne?